Wir gehen rüber zu youlooked.exe. Das ist ein Kanal, der deutsche Memes macht. Und der hat vor einem Video, Video hochgeladen, das heißt Deutsche Memes Standard-Skill. Wir schauen mal rein, die gute Stube. Hallöchen! Da fährt der Drogendealer! Ruft die Polizei, nimmt den fest, der Drogendealer fährt wieder durch die Stadt. Abfahrt, Abfahrt. Digga, wie ist das bitte geschnitten? Wer hat das geschnitten, Alter? Abfahrt. Langsam, langsam, langsam. Ich spreche Sie an, weil Sie auf dem Radweg fahren. Da sind Verstoß jetzt hier 100 Euro plus Gebühren. Ich möchte jetzt erstmal meinen Ausweis sehen. Weil nur Männer zu sehen sind. Hier im Straßenverkehr, an den Ampeln, dort wird mir gesagt von einem Mann, dass ich gehen soll oder dass ich stehen bleibe. Okay, liebe, wo ist hier Paint? Paint. Da muss ich wohl einmal eine Lehrstunde aufmachen. Liebe Feministen, liebe Feministinnen, das hier, okay, das hier ist ein Mann, ja, das hier ist ein Mann. Falsch, das ist eine Frau und das sieht man doch ganz eindeutig. Ein Mann würde so aussehen. So, das ist eine Frau. Frauen haben keinen Pipi-Mann. Das hier ist ein Mann. Männer haben einen Pipi-Mann. Daran erkennt man das von der Silhouette ganz leicht. Also, auf allen Frauen, auf allen Ampeln sind Frauen zu sehen. Weil, wie man sieht, kein Schniedel vorhanden ist. Dass ich gehen soll oder dass ich... Das ist in meinen Augen eindeutig eine Frau. Schaut mal auf die schmale Körperstatur. Ist die Frau etwa Sexistin? Hat die Frau etwa gesagt, nur weil diese Strichfigur hier keine langen Haare hat, ist das ein Mann? In meinen Augen Sexismus. Denn es gibt auch sehr schöne Kurzhaarschnitte für Frauen. Ich zeige euch mal ein paar. Kurzhaarschnitt Frau. Leute, schaut euch das an. Das sieht einfach spitzenmäßig aus. Frauen können auch kurze Haare tragen. Lange Haare Männer. Und wie jeder weiß, können Männer auch gut lange Haare tragen. Aber wer hier einfach automatisch einen Mann drin sieht, der ist in meinen Augen ein Sexist. Und diese Frau, in meinen Augen, sexistisch. Nur Männer zu sehen sind. Hier im Straßenverkehr, an den Ampeln, dort wird mir gesagt von einem Mann, dass ich gehen soll oder dass ich stehen bleiben muss. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde, da muss unbedingt eine Frau hin. Hallo, einmal das Ticket. Triggered! Bitte. Was? Ihr Ticket bitte. Ich weiß nicht. Montana Black, 88, das bin ich. Na Kalu, spinnst doch. Jemand, der mein Herz versteht und der mit mir bis ans Ende geht. Imad Bagdadi fragt, warum drehst du immer so schnell durch, Amanakö? Weiß nicht, weil ich Psychopath bin. Das ist mein Psychopath-Style, Amanakö. Sammy fragt, wieso rasierst du ab jetzt immer gegen den Strich? Weil ich gegen den Strich rasiere, weil wir nichts mit den Zuhälterei zu tun haben. Ach so, die Kurden haben mit der Zuhälterei nichts zu tun, deswegen rasiert der Gegenstrich. Ich verstehe. Er hat einfach politisches Statement rausgehasselt. Wie reagieren die Frauen, also die Weiber, auf deine Videos? Gut, ich weiß es selber nicht, Bruder. Interessiert mich auch nicht. Ehrenmann. Machen Fotos, Taschen platzen, aber abwatschen bleibt gleich. Brudi, ich muss los, wenn die Roller wieder scheinen. Reden mir vom Koks und vom Messerstechereien. Doch sie müssen los, wenn unsere Roller wieder scheinen. Alter, heftige Choreografie. Heftige Choreografie. Schicke Autos, geile Weiber. Oh, sorry. Sorry, das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. Da kriegt man... Dieser Mann, was ist mit ihm? Schon die Originalschuhe und kein Fake aus dem Ausland irgendwie importiert. Ja, und ich glaube, dass dieser Schriftzug Air Max irgendwie umgedreht, so ähnlich wie der Schriftzug, dass es Ala heißen könnte. Und was? 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 Und
da man Ala nicht mit Füßen tritt oder auf Ala mit den Sohlen herumläuft. Darum ist das, glaube ich, auch weggemacht worden, dieser Schriftzug. Das stimmt. Was? Partygarnelen. Da geht's nochmal ab in der Packung, Alter. Heute feiern, heute nicht auf meinen Nacken. Okay, es geht folgendermaßen. Yo, es ist Money Boy bei Joyce TV. Der Boy, der G. Sick wie... Leukämie. Wenn ich meine Kollegen frage, ob ich die ohne mich chillen... Was? Wenn ich meine Kollegen frage, ob die ohne mich chillen, ich... Wer schreibt hier ja? Ey, sagt alles dumme Arschlöcher. Bleib ruhig. Wenn Ahmed mit dem Lehrer diskutiert. Okay, du kannst das auch alles in einem ruhigen Ton sagen. Dass du dich aufregst, ist auch gar kein Thema. Ich rege mich auch manchmal auf. Das ist alles menschlich. Aber warum musst du so reden mit... Ist das bei euch Mode geworden oder wie? Wenn Allmann erst mal Shisha-Bar geht. Verziehen. Zieh richtig dran. Zieh richtig dran. Lass mal sehen, den Rauch. Jawohl, Junge. Wenn dein Weizenglas 140 drückt. Du kannst jetzt drücken hoch. Drücken hoch. Ach. Jetzt gib ihm. Ja. Krank. Riecht nach Holz und einfach lackiert. Genau, also schon krass. Ich guck mal, ob die schießen kann. Wow. Nee, das war's. Das ist mir zu viel. Es reicht! Oh. Okay. Krank, Leute, die kann sogar schießen. Schieß mal, Kelvin. Mach's nicht nochmal, Junge. Mach's einfach nicht nochmal. Und ab hier. Das ist einfach eine Scheiße. Oh mein Gott, das ist einfach eine Scheiße. Nice. Boah, die ist geil. Die kann man sich sogar aufhängen und die ist richtig groß, Alter. So. Hello everyone, this is your daily dose of internet. This paddle surfer in Australia was relaxing on the water when two whales started to follow. Okay, das ist aber gruselig. Wenn ich auf dem Surfbrett stehen würde und mir würden zwei Wale hinterherlaufen, hinterherlaufen wahrscheinlich. Hinterher schon würde ich richtig Schiss haben. What the fuck? A crowd of people got onto an elevator to pull off a prank. The elevator made an announcement that too many people are on and someone needs to leave. They stopped her. Oh nein, wie unangenehm, die arme Frau. Sie wäre auch noch rausgegangen. Before she left to tell her that it was all a joke. This person likes to help their cat with cleaning itself. Weird, irgendwie süß und weird. This student had a question for his teacher while taking an online course. Okay. Can I go to the bathroom? Of course,
course you can go to the bathroom. Yes, you can. Was ist mit dir? Uah. This is a machine with 100 individual gears. In order to make the last gear at the end and make one full rotation, the first gear needs to be spun a Google amount of times. That's the number one with 100 zeros after it. Oha. Long story short, it would take more energy in the entire universe just to rotate the very last gear. Oha! Kann ich gar nicht mehr begreifen. Oh. Hä? Jetzt einfach vorbei? Ich dachte, da passiert noch was. Aber eigentlich würde ich gerne auch mal mit so einem Wingsuit oder wie die heißen, würde ich eigentlich auch gerne mal fliegen, aber andererseits auch nicht, weil ich Angst habe, dass ich abstürze. Aber es ist, glaube ich, ein richtig geiles Gefühl. Oh mein Gott, ist das überhaupt sicher auf der Straße? Ach so, das ist computeranimiert. Ich dachte gerade, oh mein Gott, das ist einfach computeranimiert. Ja, sieht man, also guck mal, das Auto hier fährt einfach rein. Dem fährt er einfach volle Kanne rein. Und boom. Irgendwann wird diese Computeranimation, ne? Das sieht ja jetzt schon relativ gut aus, ne? Also als es noch weit weg war, habe ich nicht gemerkt, dass das computeranimiert war. Ich habe kurz gedacht, hä? Vielleicht ist es so ein Kunstprojekt oder sowas. I don't know. Aber dann sieht man halt, dass es computeranimiert ist. Aber irgendwann werden die Computer und Rechenpower so gut sein, dass du sowas so krass echt aussehen lassen kannst, als würde es dir gar nicht auffallen, weißt du? Und irgendwann müssen wir so krass aufpassen vor Fake-Videos, weil wir gar nicht mehr wissen, was ist jetzt fake, was ist echt, weil irgendwann sieht alles richtig echt aus. Vor dem Moment habe ich ein bisschen Angst, Alter. Check out this incredible view in Greece. Geil, mit dieser Burg auf dem Berg, Hammer, sieht richtig geil aus. Alter. Hammer. Sieht ein bisschen aus. Sieht nicht. Also, es gibt in Deutschland auch einen Ort, der so ähnlich aussieht. Ich weiß nicht genau, wie der heißt. Ah, die Sächsische Schweiz. Genau, die Sächsische Schweiz. Sieht nämlich fast genauso aus. Schaut mal. Das hier ist scheinbar in Griechenland. Und das hier ist in Deutschland, die Sächsische Schweiz, wo dieser mega lange Brücke drüber ist und so. Wo diese ganzen Burgen sind. Also, da sind so. Keine Ahnung, also es sind auf jeden Fall alte Gebäude und von Menschen noch entdeckt worden. Und es sind auch solche Felsen, die so aus dem Boden rausgucken. Und sieht mega, mega schön aus. Und das ist so ähnlich wie hier in Griechenland. Oh, süß. Wie das mit der Hand so festhält, das Baby. That's the end of this video. I hope you learned something new. And I'll see you guys again very, very soon. Later. Oh. Süß.